der zweite Autotag auf Kurs. Heute machen wir eine Erlebnistour, um die Insel besser kennenzulernen. Die Tour ist in dem Reiseführer gut beschrieben. Das Buch wird von uns traditionell an die Abonnenten verschenkt. Wenn ihr Interesse habt, abonniert meinen Kanal und hinterlasst einen Kommentar. Und schon am 1. Dezember werden wir entscheiden, wer von euch dieses Buch erhält. Die Stadt Kos haben wir bereits gestern kennengelernt. Heute starten wir in den Südosten der Insel. Hier befindet sich ein ganz besonderer Strand. Wir lassen das Auto oben auf dem Parkplatz und gehen los. In unserem Reiseführer wird beschrieben, dass es sich hier eine Thermalquelle befindet, wo die Wassertemperatur 49 Grad beträgt. Wir testen das Meereswasser und nichts. Die Temperatur ist ganz normal. Und erst später ist es uns aufgefallen, dass die Besucher weiter nach hinten gehen. Und tatsächlich, hier riecht man schon Schwefel in der Luft und das Wasser ist hier wirklich heiß. Als nächstes geht es nach Asklepion. Das ist eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Insel. Hier befand sich ein Krankenhaus mit Thermen und Tempeln. Die gut erhaltenen Details sind faszinierend. Die rekonstruierte Marmortreppe führt auf die oberste Terrasse, wo sich der größte und prächtigste Tempel befand. Als nächstes wollte ich das traditionelle Haus in Antimachia besichtigen, habe aber das falsche Ziel im Navi eingegeben und so kamen wir zu der riesigen Festung von Antimachia. Die Straße endet vor dem Nordtor. Die Gegend hier ist umwerfend. Wir machen einen kurzen Stopp, sehen uns um und fahren weiter. In dem Dorf selbst besichtigen wir das traditionelle Haus, ein kleines Museum, das seinen Besuchern zeigt, wie eine Großfamilie früher in Antimachia gewohnt hat. Direkt gegenüber befinden sich eine Windmühle und ein Café. Genug mit dem kulturellen Programm, wir brechen die Erlebnistour ab und fahren zum Strand von Kefalos. Heute besichtigen wir zuerst den schönen Strand von Agios Stephanos. Auf der Insel findet man eine Menge von schönen Stränden. Was mir hier besonders gut gefällt, dass es hier wunderschöne Panoramen gibt und die Strände somit nicht langweilig sind. Der Strand von Agios Stephanos liegt direkt an der Ruine einer Basilika. Hier hat man einen schönen Blick auf die Insel Kastri mit der kleinen Agios Nikolaos-Kapelle.
Wir setzen die gestrige Erlebnistour fort und fahren weiter in den Westen. Hier befindet sich ein verlassenes Kloster Agios Ioannis Prodromos. Es geht noch weiter in den Westen zu einem Wildstrand Paradise. Der Strand ist wunderschön. Doch es ist etwas windig und wegen den Wellen werden die Kinder hier nicht bleiben wollen. Daher fahren wir wieder zurück zu dem anderen Paradise Beach im Süden der Insel. Der neue Tag auf Kos und heute machen wir einen Ausflug zu der Nachbarinsel. Insgesamt haben wir uns überlegt, die Nachbarinseln Nisiros, Kalymnos oder die türkische Stadt Bodrum zu besichtigen. Die Wahl ist auf Kalymnos gefallen. Die Fähre geht von Mastihari los, die Nachbarstadt von unserem Hotel. Minuten später erreichen wir die Insel. Die Stadt Kalymnos sieht sehr schön aus. Als erstes möchten wir das Kloster des heiligen Sava besichtigen, das bereits vom Weiten zu erkennen ist. Und jetzt wird es interessant. Die Stadt Kalymnos ist wie ein Labyrinth aus engen Gassen und Google Maps kennt sich damit nicht aus. Es wird eine Route angezeigt, die aber überhaupt nicht stimmt. Wir drehen eine Runde und versuchen noch einmal in die Altstadt reinzukommen. Und bleiben stecken. Irgendwann kommen wir doch wieder raus, lassen das Kloster für später und fahren in Richtung Osten zu dem Strand Akti. Die Gegend hier ist wunderschön. Doch hier wird gerade geangelt. Wir wollen nicht stören und fahren weiter. Doch genau in diesem Moment möchte hier ein LKW runter. Wir müssen rückwärts wieder nach unten fahren. Und dann machen wir einfach eine große Runde um die ganze Insel, schauen uns interessante Örtchen an, machen kurze Fotostops und halten erst an der windgeschützten Bucht von Vlichadia. Und anschließend ging es problemlos zu dem Kloster des heiligen Sava.
Die restliche Zeit verbringen wir an der Promenade und fahren wieder zurück nach Mastihari. Der Sonnenuntergang ist hier übrigens auch sehr schön. Tag 7 auf Kos starten wir an der Magic Beach. Wollten nur schauen, wie dieser aussieht. Es ist ein schöner, ruhiger Strand, scheint auch windgeschützt zu sein. Wir fahren weiter zu dem Agio Stefanos Strand. Und während sich alle erholen und entspannen, macht unser Papi eine Erkundungstour zu der Nachbarinsel Kastri. Anschließend fahren wir zu einem kleinen, gemütlichen Dörfchen Pili. Hier befindet sich ein 400 Jahre alter Brunnen. Wir bewegen uns zu dem Hauptplatz und machen eine kleine Pause in der gemütlichen Taverne. Und dann geht es weiter nach oben zu dem malerischen Dorf Zia. Von hier aus öffnet sich ein großartiger Blick auf die Insel. Viele Touristen kommen abends her, um den Sonnenuntergang zu genießen. Wir suchen auch ein passendes Plätzchen und bleiben in einer Taverne. Am nächsten Tag ist es sehr windig. Wir fahren nach Alt-Pili zu einer Festung. Doch es ist so frisch, dass wir beschließen, mit den Kindern im Auto zu bleiben. Und unser Papi macht sich auf den Weg allein. Großartige Aussicht! Wir fahren wieder nach Zia. Hier befindet sich ein kleiner, sehr malerischer Zia-Park. Und von hier aus kann man auch die Sonnenuntergänge genießen. Und dann haben wir uns auf die Suche nach einem windgeschützten Strand gemacht. Wir haben einige Strände im Westen und Süden der Insel angeschaut und doch wieder zum Hotel gefahren. Der letzte Autotag auf Kos und es ist immer noch sehr windig. Wir checken kurz die Lage am Camel Beach. Thank you.
und fahren dann wieder zum Paradise Beach, wo wir uns den ganzen Tag aufhalten. Heute Abend wird das Auto abgegeben und wenige Tage später endet unser Urlaub auf dieser schönen Insel.